Guten Morgen aus der Schweiz. Ich bin schon wieder unterwegs am nächsten Tag. Ja, ich bin wieder fit. Ich hoffe auch fit genug für diese Runde heute, denn ich habe heute wieder großartig was vor. Wie ihr seht, habe ich das Rennrad mit. Es geht heute auf Straße. Ja, und was habe ich vor? Ich bin jetzt schon runtergefahren von Churwalden. Die steile Abfahrt hinunter bis nach Chur hier runter. Dann bin ich jetzt schon rausgefahren. Nördlich von Chur stehe ich jetzt hier in diesem Rheintal. Oh, wunderschön, das Wetter spielt heute auch wieder mit. Also da habe ich wieder richtig Lust heute. Das wird wieder eine schöne Tour werden. Und was habe ich vor? Ja, ich werde jetzt hier erstmal weiter Richtung Norden fahren bis nach Langfahrt und dann geht das rechts ab Richtung Klosters und Davos. Ja, ein langer Aufstieg bis ungefähr 1600 Meter Seehöhe. Ja, und dann danach, ja, da werde ich dann weiter runterfahren, einmal drüber hinweg bis noch nicht ganz Tiefenkastell und dann geht es wieder hoch Richtung Lenzer Heide und dann wieder runter nach Churwalden. Ja, das sind 113 Kilometer. 13 Kilometer habe ich jetzt schon hinter mir mit der Abfahrt und bis hierher. Also habe ich noch 100 vor mir. Ja, und ich habe auch noch was reaktiviert, meine alte GoPro 7 für die Abfahrt. Da nehme ich nicht die Hand vom Lenker. Das ist mir echt zu krass, weil ich habe gemerkt, ja auch, man hat echt noch sehr Respekt vor diesen steilen Abfahrten. Also man kann da üben und Konditionen aufbauen, zum Bergauf fahren, aber Bergab fahren, da muss man erstmal wieder so ein bisschen den Kopf frei kriegen. Ja, deswegen ging das eigentlich gar nicht so schnell hinunter, 40, 50 km/h, dann muss ich schon stark bremsen, denn, ja, dann wird man doch etwas nervös. Ja, ich hoffe, das wird heute schön werden, die Tour, schöne Bilder geben wird es sicherlich. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich bin jetzt schon einige Kilometer hier durchs Rheintal Richtung Norden gefahren. Ich bin da nicht auf dem Rheintalradweg gefahren, auf dem Rheinradweg, sondern auf der Straße hier durch die Dörfer. Der war nicht gerade schön. Verkehr ging ja noch, das meiste geht ja auf der Autobahn. Aber schön war es nicht und da ist jetzt Langwart. Da fahre ich so ein bisschen hinten durch vorbei, hier am schönen Schloss Maschlin vorbei. Ich glaube, so heißt das. Und dann geht es jetzt gleich rechts rein ins Tal. Richtung Klosters und Davos. Ja, es wird erstmal etwas moderat losgehen und sich dann langsam immer mehr steigern. Also kann man sich richtig schön warm fahren. Und bis jetzt ist das noch recht kühl, aber es langt, um ganz kurz zu fahren. Und naja, die Temperaturen werden heute auch nur so um die 20 Grad werden, also sehr, sehr angenehm. Also das wird Spaß bringen. Man wird nicht so durchgeschwitzt sein, hoffentlich, wie wenn das ordentlich heiß wäre. Hier haben wir nun mal Juli. Ach, da ist man echt froh, wenn es doch mal ein bisschen kühler ist. Na, das hört sich doch nicht so viel an. 800 Meter auf 34 Kilometer, das ist gut verteilt. Ja, es gibt so ein paar Steilstufen dazwischen. Ja, und was ich jetzt gerade erst bemerkt habe, ja, ist zwar leicht verdeckt, aber ich bin hier auf den Rheinradweg und der biegt aber hier nach links ab. Und ich will ja da hoch. Und da kommen sogar gerade welche, die wahrscheinlich auf ihn fahren.
Der Anfang war schon nicht schlecht. Hier durchs Tal geht erstmal so ein Radweg immer neben der Hauptstraße. Darf man auch gar nicht Radfahren, aber Verbotsschilder. Aber ich möchte da auch gar nicht fahren, da ist richtig was los. Wow, die ersten Höhenmeter, die 100 Höhenmeter hat man schon fast geschafft. Es geht immer mal so 1-2% hoch und leicht wieder runter. Dann hier richtig flach wieder. Ja, die ersten Kilometer hier, oh, noch easy. Kilometer 42, bin jetzt auf der Höhe von 750, also 200 Höhenmeter habe ich jetzt schon geschafft. Boah, der Weg ist echt klasse geführt hier, schön weg von der Straße, mal auf der Landstraße, die ist ja nicht mehr so stark gefahren. Hier mal direkt am Fluss. Boah, bis jetzt auch noch nicht anstrengend. Echt sehr, sehr schön. Ich bin jetzt hier in Küblis, ja, am Fuße der ersten großen Steigung. Da habe ich mir gedacht, da muss ich vorher noch eine Pause machen. Also richtig schön angenehm, es ist nicht zu heiß, aber ich schätze mal, gleich wird mir heiß werden bei dem Aufstieg. Aber super schönes Wetter, echt klasse. Rückenwind zurzeit auch super. Also es funktioniert alles gut. Aber es sind aber auch noch etliche Kilometer. Jetzt mal einen Anstieg, aber gut zu bewältigen. Ich habe auch mal einen Mountainbike-Fahrer Vortritt gelassen, hatte ich nur schön Windschatten. Ja, da hinten zieht er jetzt weg. Oh, egal, aber es ist so schön. Man könnte ja auch die Bahn nehmen, wäre ja alles so einfach. Nee, ich bin hier zum Genießen. Aber es ist ja wow, unbeschreiblich schön.
das bin ich jetzt durch. War jetzt nichts Besonderes, fand ich. Alles so ein bisschen zweckmäßige Bauten, aber natürlich grandios gelegen, wie man hier jetzt gerade sieht. Was eine Aussicht. Wahnsinn, oder? Ja, ich bin jetzt im finalen Anstieg nach Davos. Also nur noch ein paar Kilometer. Dann habe ich den schon mal geschafft, diesen Anstieg. Aber jetzt macht es immer noch Spaß, auch bergauf. Es läuft. Ich bin angekommen in Davos. Das ist der Davoser See. Sehr schön. Boah, das hat sich noch ganz schön hingezogen bis zum Wolfgangpass hoch. 8-6% immer durchgehend. Eigentlich geht's noch, aber die Sonne war ganz schön heiß und jetzt, wo ich hier bin, da ist sie weg. Hätte ich gerne vorher gehabt. Ja, hier ist ganz schön was los. Da ist der Hauptort. Da fahre ich gleich durch. Aber ich mache hier erstmal eine Pause am obersten Punkt hier. Und dann geht es auch schon wieder bergab. Aber erstmal Verschnaufspause. Ich bin schon ordentlich abgefahren, einmal durch Davos, ja, da war ganz schön viel los, aber ich glaube, jetzt ist es noch ruhig, weil wo sind die Amerikaner, die Chinesen, die Inder, keiner da. Ich glaube, so, sonst wäre das bestimmt noch viel voller dort. Ich stehe jetzt hier vor so einem langen Tunnel, ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Da kann man durchfahren mit dem Rennrad, Licht hinten dran und durch, aber irgendwie habe ich keinen Bock. Man kann hier auch vorbei, das ist zwar Schotterweg, aber ich habe ja pannensichere Mäntel drauf, dann wird das wohl schon gehen. Da werde ich dann langsam runterfahren. Ist ja wahrscheinlich auch viel schöner als hier zack hier durch den Tunnel und das war's. Man friert vielleicht. Na, das will ich nicht. Aber war echt eine schöne Abfahrt und habe mir gerade eben noch mal frisch Wasser getankt an so einem Brunnen. Das ist ja immer das Tolle in den Alpen. Trinken ist sehr wichtig, auch wenn es heute nicht so kalt ist. Ich bin jetzt hier auf 1340 auf dem Schmelzboden. Mal sehen, wie die Fahrt an der Seite ist, weil der fährt jetzt gerade hier durch. Aber irgendwie habe ich da keine Lust. Also ich werde vorsichtig da durchfahren. Ja, er kehrt doch noch um. Er hat doch keine Lust.
Ja, hatten euch noch angesprochen, ja. Ein Engländer oder ein Engländer wird es nicht sein, aber Englisch gesprochen. Naja, Engländer, glaube ich, die dürfen jetzt auch gerade wieder rein, na egal. Er wollte denn doch nicht, er war ihm zu lange, der Tunnel. Ich sage, das ist Gravel. Ja, okay, vorsichtig geht's. Geht das auch. Super zu fahren, auch mit dem Rennrad, ist eigentlich sehr feinkörnig hier, das Gravel hier, dieser Schotter hier, echt klasse und es ist ja spektakulär hier durch, also das ist echt zu schade um fahren durch den Tunnel, grandios, wenn jetzt noch der Zug da oben fahren würde, wäre es doch perfekt, oder? Oh, da muss man auch sehr, sehr viel Glück haben. Habe ich es gleich geschafft. Da geht es hoch gleich zur Straße. Aber wer hier runterfährt mit dem Rennrad, also einmal muss man mindestens diese Strecke gemacht haben. Das ist ja so spektakulär. Ich hätte eigentlich gar nicht so viel erwartet, aber das ist ja krass. Das muss man erlebt und gesehen haben. Und das ist ja auch nochmal zum Schluss ein toller Ausblick. Und hier, hier ist es ganz schön hoch, also beziehungsweise tief hier runter ins Tal. Was eine Arbeit damals, um diese Straße hier reinzuhauen. Und da unten ist ja die Bahnstrecke. Man sieht die Gleise. Alter, was eine Arbeit, echt. Wie konnten die das bauen? Das ist echt Wahnsinn. Aber da kann man sich nicht satt sehen. So schön. Unbeschreiblich geil. Ich bin jetzt hier mitten in der Abfahrt von Wiesen, da wo es Wiesen hieß, es da oben, wo man noch mal richtig hoch musste. Und jetzt geht das erstmal bergab. Weil ich will jetzt hier noch mal eine Pause machen, noch mal was essen und schnecken für den finalen Anstieg, damit ich bis dahin das verdaut habe. Und also das Panorama muss ich echt noch mal genießen. Das ist echt krass. Da unten läuft die Bahn. Da gibt es auch ein ganz berühmte Viadukt davon. Von dieser Bahnstrecke, das Landwasserviadukt, das geht irgendwo da ziemlich versteckt da unten irgendwo rum, das sieht man von unten von der Abula-Straße. Vielleicht komme ich da ja nochmal vorbei, aber ich muss jetzt erstmal essen, verdauen und genießen. So schön. Thank you.
Ich bin abgebogen Richtung Lenzerheide. 18 Kilometer noch bis Schurwalden. Boah, davon 13 Kilometer noch bergauf. Aber 500 Höhenmeter sind das noch. Also verteilt sich das auch wieder einigermaßen. Aber ich weiß ja, wie der Rest der Strecke ist. Habe ich ja schon gesehen von gestern. Dass doch noch eine gute Steilstufe dabei ist. Jetzt geht es gleich richtig los hier. Ich sehe die Straße schon. Aber hier ist nochmal ein traumhafter Blick. Da geht es hoch, meiner Meinung nach, zum Julierpass. Denn Abula ist da. Ah, was ein Panorama schon wieder. Aber da hinten, da geht es kräftig hoch. Da geht's los. Aber ich habe kräftigen Wind. Aber der tut meist mehr kühlen bei der Auffahrt, als dass man dagegen ankämpfen muss, noch extra. Hier nach Lensch habe ich mich hier schon mal hochgekämpft. Boah, noch über 100 Kilometer, jetzt so ein Anstieg. 8 bis 10, 11% ging das hier mal hoch. Und es geht noch weiter. Nur die Hälfte habe ich ungefähr, 200 Höhenmeter sind es noch. Aber echt krass. Ich hoffe, Kamera sieht man das wahrscheinlich gar nicht so. Aber ich habe es ja auch gewollt, oder? Also nicht meckern. Weiter geht's. Lenzerheide bin ich durch, ich habe es geschafft. Da vorne ist noch der Heidsee. Ach, gleich in Wabella, da geht es so ein ganz kleines Stück bergauf und dann geht es das runter nach Kurwalden zum Ausgangspunkt. Boah. Ja, es ist jetzt 17 Uhr,
Aber wir haben wieder gut getimt alles. Echt klasse, wie das wieder gelaufen ist heute. Ich bin wieder in Kurwalden. Ich hab's geschafft. Das war jetzt nochmal eine richtig rasante Abfahrt. Also wenn ich da mal wieder hoch soll, boah, 10-11% geht's da hoch. Aber schön war's heute. Lang war's heute. 117,4 sagt das Navi. 2100 Höhenmeter. Komoot sagt ungefähr dasselbe, weil ich habe es ein bisschen spät, guten Kilometer, über einen Kilometer zu spät gestartet. Aber naja, die paar Meter sind auch egal, ja. Das Wetter hat super mitgespielt, meine Kondition hat super mitgespielt. Ja, wie schaffe ich sowas? Das habe ich ja auch wieder super getimt. 20 nach 5 erst, hätte ja noch mehr Zeit gehabt, aber bin auch froh hier zu sein. Ja, das Training im Flachland hat sich doch wieder ausgezahlt. Immer Kilometer über Kilometer, das müsste jetzt ungefähr der 9000. sein. Wenn schlecht Wetter ist, dann fahre ich drin auf der Rolle. Also das bringt das. Also der Berg des Nordens ist ja der Wind, da kann man auch mal gut gegen ankämpfen. Aber heute, das war schon eine sehr, sehr schöne Strecke. Auch sehr anstrengend, aber es ging eigentlich so viel, so lang, über 10% ging es ja gar nicht mal. Also es war bewältigbar, aber kaputt, ja, es geht. Mal eine Nacht drüber schlafen. Morgen soll das Wetter noch einigermaßen sein. Am Mittwoch soll wahrscheinlich so ein bisschen Regen aufkommen, aber ein Ruhetag ist aber auch mal drin. Ja, also ich hoffe, es hat dann heute gefallen über Davos. Das war sehr, sehr krass. Und auch diese Schlucht da, Zügenschlucht, glaube ich, hieß die. Und ach, das war so grandios heute. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ja, moin moin heißt es ja nicht. Also Servus beim Berglandradler, muss man ja schon bald sagen. Tschüss.